Servus, liebe Leute, mein Name ist Marc, ich bin Gründer aus Frankfurt am Main und ich habe das Food-Startup Litza Low Carb Pizza von 0 auf über 50 Mitarbeiter und mehr als 5 Millionen Euro Jahresumsatz geführt und das Unternehmen 2020 erfolgreich verkauft. Zwischenzeitlich berate ich einige Gründer und Geschäftsführer und lerne auf dem Weg auch immer neue kennen. Und gerade bei diesem Kennenlernen geht es darum, dieses möglichst effizient, sympathisch und cool zu gestalten. Dafür habe ich mir angewöhnt, dem Gründer oder der Gründerin im Vorfeld des Erstkontakts 5 konkrete Fragen zu stellen. Diese 5 Fragen sind relevant für alle Mentoren oder auch Investoren und in diesem Video verrate ich dir, warum und wie du dich perfekt darauf vorbereitest. Bock drauf? Los geht's! Stell dir mal vor, du bist Gründer in der frühen Phase deines Startups. Über einen Kumpel hast du ein Intro zu einem sehr erfahrenen und potenten Geschäftskontakt bekommen. Der wiederum hat sich bereit erklärt, dir eine Stunde seines Kalenders einzuräumen und sich für einen Erfahrungsaustausch oder ein bisschen Mentoring, vielleicht auch 2, 3 weitere Kontakte, Zeit einzuräumen. Jetzt, wie gewinnst du diesen Kontakt bereits im Vorfeld? Weil normalerweise läuft das dann meistens so. Der Gründer schreibt eine kurze E-Mail mit: Hey, lieber Kontakt, sowieso, danke für deine Bereitschaft, wollen wir uns nächste Woche mal austauschen? Fragezeichen, danke dir, tschüss. Das ist doch aber fern von gewinnend. Warum? Na, die Message ist ziemlich unkonkret. Sie wirkt auch etwas undankbar und sie ist uneffizient. Warum das alles? Oder wie kann man das besser machen? Na, man kann es konkret gestalten, dankbar und effizient. Konkret nämlich, indem du genau beschreibst, worum es dir geht und dass Hilfe im Bereich Vertrieb oder Operations oder Personal oder Supply Chain oder was auch immer hilfreich für dich wäre oder sehr wertvoll im Moment für dich wäre. Die Person, der erfahrene Geschäftskontakt, nimmt sich Zeit für dich, gib was im Vorfeld rein, zum Beispiel ein Muster oder eine Demo deines Produkts, damit er sich besser in dein Thema, in deinen Case reinversetzen kann. Und sei konkret. Konkret heißt, mach einen konkreten Terminvorschlag. Mir würde es gut gehen am Montag zwischen 2 bis 3 oder am Dienstag zwischen 8 bis 12 oder am Mittwoch zwischen 16 bis 19 Uhr. Und mach ein favorisiertes Datum, damit er sich ein Stück weit auch danach richten kann. Aber das Wichtigste ist, gib ihm im Vorfeld Informationen über dich, dein Startup und wo ihr hinwollt. Mach das in der Beantwortung von 5 konkreten Fragen, damit sich der Mentor oder Investor schnell, stichpunktartig, in deinen Case reindenken kann. Und welche Fragen das sind und was eigentlich hinter diesen Fragen steckt, das schauen wir uns jetzt an. Frage Nummer 1. Was habt ihr als Gründerteam mit eurem Startup seit der Gründung erreicht? Ist es ein Produkt, was erst in der Testphase ist? Habt ihr das schon verkauft? Wie viele Umsätze habt ihr damit gemacht? Wie viele Bestellungen gingen ein? Wie viele Abos konntet ihr verkaufen? Wie oft habt ihr die Dienstleistung verkauft? Was will der Mentor oder der Investor wissen? Oder was steckt hinter dieser Frage? Na, er will wissen, ist ein Produkt Marktfit bereits da? Seid ihr noch in der Entwicklung oder habt ihr schon relevante Umsätze und Profits vorzuweisen? Also wie ist die Traktion? Wie schnell, wie gut seid ihr unterwegs? Und das Gefühl, was der Mentor oder Investor eigentlich mit der Frage verbindet oder haben will, ist: Geil, da läuft was, da ist irgendwie was, da ist was im Busch, da ist Energie da, da ist Traktion da, das Ganze ist irgendwie heiß, da habe ich Lust drauf. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Wie seid ihr aktuell aufgestellt als Team und wie finanziert? Der Mentor oder Investor will wissen, wer steckt dahinter? Wer rockt das Baby? Wie divers seid ihr aufgestellt? Was ist mit Skill? Was ist mit Will? Das heißt, welche Fähigkeiten und welche Motivation dahinter? Ist ein diverses Team, das für die Aufgabe und für die Exekution des Businessplans ideal aufgestellt ist? Und von wem habt ihr den Cash? Ist selbst Erspartes? Sind schon erste Business Angels drin? Habt ihr gerade eine Kapitalerhöhung gemacht? Was ist Phase in Thema Geld? Und was er eigentlich fühlen will, ist: Hey, das ist ein cooles Team am Start. Hey, die sind sympathisch, die sind reflektiert, die sind energiegeladen, die sind fähig und divers genug, um diesen Plan umzusetzen. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Wer kauft euer Produkt regelmäßig? Warum? Und wie erreicht ihr dieses Kundensegment? Hinter der Frage steckt der Gedanke Geschäftsmodell. Also wie verdienst du als Gründer, wie verdienst du mit deiner Firma, mit dem Produkt und Dienstleistung Geld? An wen verkaufst du das? An wen verkaufst du das regelmäßig? Und wie erreichst du diese Leute? Wie ist der Marketing-Spend, um die entsprechende Zielgruppe zu erreichen?
Was er eigentlich fühlen will hinter dieser Frage ist, geil, damit kann man Geld verdienen, weil das Produkt hat eine Zielgruppe, die Zielgruppe ist kaufkräftig, die kauft das Produkt oft und ist einfach ein Case, der finanziell, also ökonomisch spannend ist. Das macht ein gutes Gefühl beim Mentor oder beim potenziellen Investor aus. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, wenn du Videos wie dieses inspirierend, wertvoll und lehrreich findest, abonnier doch diesen Kanal. Das hilft mir und Startup Schlau zu wachsen und auch weiterhin coole, lehrreiche und inspirierende Videos für dich zu produzieren. Dankeschön. Kommen wir zur Frage Nummer 4. Was sind in den nächsten 6 bis 12 Monaten die größten Herausforderungen oder wo hackt's? Wo drückt der Schuh? Was steckt dahinter? Der Mentor, der Investor, wir wissen, in welcher Challenge kann ich euch gegebenenfalls unterstützen? Weil in jedem Startup gibt es unzählige Herausforderungen und jeder Mentor, jeder erfahrene Geschäftskontakt hat in seiner Laufbahn wahrscheinlich die eine oder andere Herausforderung schon gemeistert und kann euch gegebenenfalls unterstützen. Was er aber eigentlich fühlen will, ist, das sind reflektierte Gründe, die haben Plan, die wissen, wo es gerade hackt, die wissen, wo gerade der Schuh drückt und holen sich aktiv Hilfe dafür. Er will auch fühlen, kennen die Gründer ihre eigenen Stärken und Schwächen? Wissen sie, was sie können und was sie brauchen? Das ist nicht immer deckungsgleich, aber den Unterschied zu verstehen und entsprechend zu agieren, ist etwas, was sehr positiv rüberkommt bei einem Erstkontakt. Und die letzte Frage Nummer 5, why? Warum das alles? Was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin? Er will wissen, are you serious? Ist das etwas, wofür du long-term brennst? Etwas, was nicht nur eine Idee und irgendwie ein Gedankenfurz in deinem Kopf ist, sondern etwas, wofür du dich jahrelang committen kannst und willst, weil du eine Vision hast, weil du was verändern willst und weil du eine Liebe fürs Thema hast, die dich länger als 2-3 Monate an diesem Projekt arbeiten lässt. Was er fühlen will, ist, du als Gründer, ihr als Gründerteam, ihr habt Sinn, ihr habt Plan und ihr habt Verstand und ihr habt eine Mission, die euch antreibt, die euch Bock macht und die ihr über die nächsten Jahre exekutieren wollt. Mag auch sein, dass eure Vision der Aufbau eines bestimmten Produktportfolios oder Sortiments ist und euer Ziel in 2 bis x Jahren der Verkauf des Unternehmens an ein größeres Unternehmen ist. Auch das, wenn das für den Kontakt, für den Mentor oder potenziellen Investor relevant ist, schreibt es kurz rein, damit er sich besser in eure Situation reindenken kann, weil der Zeithorizont für Ratschläge oder Inspiration absolut entscheidend ist. Mit der stichpunktartigen Beantwortung dieser Fragen zeigst du erstens Wertschätzung. Hey, deine Zeit ist mir wichtig und mit diesen Themen, mit diesen Informationen kannst du dich schon mal reinlesen. Du zeigst zweitens Empathie. Das sind genau die Punkte, die einen Mentor oder auch potenziellen Investor interessieren, weil sie wollen wissen, wie ihr als Menschen tickt und was ihr gegeben eure Ideen, Produkte oder Dienstleistungen schon erreicht hat und wie der Product und Market Fit ist. Wenn du also das nächste Mal in Kontakt kommst mit einem erfahrenen Geschäftspartner oder Geschäftskontakt, dann schreib ihm nicht einfach eine kurze E-Mail mit, hey, danke für deine Bereitschaft, dass du dich uns annimmst und wollen wir vielleicht nächste Woche mal telefonieren, sondern formulier es ein bisschen ausführlicher, um ihn im Vorfeld zu gewinnen. Und das geht wie folgt. Erstens Intro. Hey, lieber Geschäftskontakt, sowieso, vielen Dank für deine Bereitschaft. Es wäre mega wertvoll für uns als Startup im Bereich XY von dir aus dem Bereich Z und ABC zu lernen. Zweitens, konkreter Terminvorschlag. Kannst du dir einen kurzen Call an einem der nachfolgenden Daten einrichten? Am Montag 1.1. um XY Uhr. Am Dienstag 2.1. von X bis sowieso. Am Mittwoch 3.1. von Tralala. Und markier auch, was für dich favorisiert ist. Das lenkt die Entscheidung so ein bisschen in die Richtung und ist wertvoll. Drittens, Muster anbieten. Frag nach der Postadresse des Kontakts, wenn du ein physisches Produkt produzierst und schick ihm im Vorfeld ein Muster. Das hilft ihm, die User Experience schon mal durchzumachen und sich mit deinem Produkt vertraut zu machen. Wenn es eine Dienstleistung ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber vielleicht ist es auch ein Online-Produkt, wo du eine Demo oder was auch immer im Vorfeld anbieten kannst, damit sich die Person schon mal damit beschäftigen kann. Das ist Dankbarkeit und das zeigt, hey, es ist mir wert, ich will dich von meiner Idee, von meinem Produkt begeistern, guck dir das im Vorfeld schon mal an. Wie geil ist das? Und Punkt Nummer 4,
der kurze Pitch, der kurze Abriss in der Beantwortung der 5 Fragen, die wir gerade durchgearbeitet haben. Schreib ihm stichpunktartig, wie ihr gerade aufgestellt seid, was die Traction ist, was eure Herausforderungen sind, was euer Plan ist, wo ihr überhaupt hin wollt. Mit diesen Informationen im Vorfeld des Gesprächs machst du das Wichtigste, nämlich einen guten Ersteindruck. Und für einen Ersteindruck gibt es einfach nur eine Chance. Und deswegen macht es Sinn, sich im Vorfeld des Kontakts bereits etwas umfangreicher ums Gewinnen der Person zu kümmern. Das waren 5 konkrete Fragen und wie du dich darauf vorbereitest, um einen potenziellen Mentor oder Investor bereits im Vorfeld des Erstkontakts für dich zu gewinnen. Ich hoffe, ich sehe dich gleich im nächsten Video. Bis dahin, Servus!